Du kommst klar oder wie sieht das aus? Ja, jetzt mach doch nicht gleich wieder so einen Stress, Robert. Doch. Ich bin doch schon fertig. Sei lieber mal froh, dass wir hier überhaupt parken durften, gerade noch hier noch am Tor. Wieso ja, das? Weil man würde eigentlich eher meinen, wir sind bei BMW, hier schön mit dem M4. G-Power-Jacke ist am Start, weil der Winter naht. Okay. Aber heute, Leute, heute befinden wir uns ein bisschen woanders. Und okay, zwar, heute ist ein sehr spezieller Tag. Der Robert wird es wahrscheinlich schon Titel geschrieben haben. Klar. Wir konfigurieren ein neues Auto. Und zwar befinden wir uns hier bei, achso, ja gut, da steht jetzt kein Logo, da, und zwar da. Und zwar, wir befinden uns bei der Schero-Gruppe hier im Porsche-Zentrum Saarland. Und wie gerade schon gesagt, wir werden ein neues Auto konfigurieren. Und ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig motiviert, Robert. Du ja auch, oder? Ich bin mega motiviert. Weil Robert hat nämlich gesagt, ich darf mich heute ein bisschen ausspielen. Ich darf heute das Auto konfigurieren, wie ich lustig bin. Finde ich echt mal cool, Robert, von dir. Also siehst mal. Also was würdest du jetzt machen, wenn ich in dir ein Pink bestelle? Mei, da, keine Ahnung, irgendwas werde ich ja schon machen. Ja, okay, ja, dann schauen wir uns das mal an. Aber ich würde sagen, Leute, bevor wir hier reingehen und uns das Auto konfigurieren, würde ich sagen, gehen wir mal da nach drüben, denn es ist nicht üblich, dass wenn du bei einem Porsche-Händler ankommst, dass du nämlich hier einmal die Neufahrzeuge hast und hier einmal komplett richtig schön die ganzen Gebrauchtfahrzeuge. Weil Robert hat nämlich schon gemeint, er will da auch mal kurz reinschauen. Ja, ich muss meine Stempelkarte voll machen. Ja, ist es so? Bei 10 also Porsche-Modellen kriege ich einmal Socken umsonst, irgendwie sowas war das. Ah, okay, verstehe. Also es könnte sein, dass du jetzt da einen rauslässt, oder wie? Mei, wenn was Gutes dasteht. Aber weißt du, was du sagen musst? Du hast hier einen Haufen Macans und einen Haufen Cayennes am Start. Ja, wenn du mal abartig da so hintergehst, das ist ja verrückt. Ah, den kompletten Parkplatz. Aber natürlich auch an Taycans, vor allem was halt geil ist. Das können wir, das zeigen wir dann gleich. Ja. Moment, jetzt gehen wir erstmal da rein. Schauen wir mal, nämlich was da so rumsteht. Ziehen oder Alter, drücken? Ziehen. Ich glaube ziehen. Robert, bitte. Du doch zuerst. Die wichtigste Person kommt immer als erstes. Ja. Das ist aber, das ist voll krass. Also ich meine, wir reden jetzt von den Gebrauchtfahrzeugen, was hier rumsteht. Vor allem das Geile ist, wir sehen es auch hier vorne gleich, Porsche approved. Bedeutet, hier hast du 100% Garantie. Das ist ganz wichtig. 100 Jahre Garantie. Ach ja, 100 Jahre, nicht 100%. 100 Jahre, na, nicht ganz. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ist wirklich ein extrem wichtiges Thema, vor allem in der heutigen Zeit, dass du da komplette Garantie hast. Und das ist halt natürlich dann schon ein Riesenvorteil, wenn du beim offiziellen Porsche-Händler bist und hast dann hier die ganzen Gebrauchtfahrzeuge, dann weißt du, dass du hier ordentliche Qualität kaufst. Aber es war echt cool gemacht, ganz ehrlich. Also für das, dass du jetzt halt eigentlich hier sagst, du redest von den Gebrauchtfahrzeugen, nicht von den Neufahrzeugen, dass das hier so geil ist. Schon, hier haben wir Turbo S Cabrio 991. Hier, das ist natürlich schon eine Ansage. 992 Turbo S. Ja, aber ja, also ich würde mal sagen, Robert, Innenraum ist auch eine Ansage. Oh ja, was ist denn da passiert? Ja, 1900 Kilometer, aber krass, schau mal, kostet immer noch 256.000 Euro. Wow, okay, das ist ordentlich. Das ist schon krass. Also das musst du auch wirklich sagen. Momentan der Gebrauchtwagenmarkt ist halt extrem, wie teuer die Autos sind. Voll, weil halt einfach von der Nachfrage her ist das halt echt heftig. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt halt einen gebrauchten Porsche kaufe, dann lieber zahle ich ein bisschen mehr drauf. Aber dann komme ich hier hin, bin bei einem offiziellen Porsche-Händler. Ja, und dann passt alles. Und dann bin ich hier, ne? Und dann weiß ich, dann passt auch wirklich alles. Ja. Und vor allem das Geile ist halt, Porsche approved bedeutet, ich habe die volle Garantie darauf. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal raus und jetzt gehen wir mal rüber, oder, Robert? Selbstverständlich. Kommst du mit der Belichtung klar, oder? Für dich immer. Ja? Ja, klar. So, was haben wir? Aber er macht sich schon gut, der M4. Ich sage ja immer wieder, M4 und der Tag gehört dir. Ja, ist es so? Ja. Aber echt, also schon echt verrückt, was wir hier echt an Cayennes, Macans rumstehen haben. Panamera, aber auch ordentlich Taycans. Vor allem, weißt du, was das geil ist, das wollte ich eigentlich gerade vorhin sagen. Robert, wieso bist denn du so weit weg? Ja. Traust dich heute nicht so nah zu mir? Ich habe Angst vor dir. Echt? Warum? Ja. Ich habe dir doch noch gar nichts getan. Noch nicht. Schau mal, hier haben wir normale Ladestationen, die wir eigentlich ja üblich kennen. Aber schau mal, hier haben wir Supercharger am Start. Ja, da geht richtig. Hätten wir eigentlich mit Metron aufreißen können. Hätten wir, ja. Ja? Wieso bist du nicht mit dem gekommen? Ja, warum bist du nicht mit dem gekommen? Ich habe den noch gar nicht. Also verstehe ich jetzt nicht, warum. Vor allem das Geile ist halt einfach, in 20 Minuten ist der Kübel wieder voll. Was sind wir nur so kurz hier? Aber jetzt würde ich sagen, jetzt will ich mal vorschlagen, da haben wir Werkstatt am Start. Aber ja, da ist jetzt gerade, siehst du mal, da ist jetzt gleich Mittagspause vorbei. Ja.
und wir haben noch gar nichts Mittag gegessen. Du siehst mal, wir sind richtige Hustler. Was ist da los mit dem Zeitplan, Robert? Ja, muss ich dich fragen. Aber man muss dazu sagen, heute ist das in Ordnung. Heute ist das in Ordnung, weil heute hat eine Sache wirklich Priorität. Okay. Und da muss ich mich auch, bevor wir jetzt hier reingehen, auf jeden Fall schon mal bei der Scherer-Gruppe bedanken, dass das alles so gut geklappt hat, weil es ist schon was wirklich sehr, sehr Spezielles. Und deswegen geht da auf jeden Fall ein großes Dankeschön an die Scherer-Gruppe raus. Auch ein großes Dankeschön an Porsche Saarland für den Top-Service. Also ich meine, das Auto hast du jetzt noch nicht abgeholt, Robert, aber so noch bisher nicht. Hat ja alles gut geklappt, oder? Ja. Wir sind auf jeden Fall hier gut angekommen. Es Richtig. Hat im Vorhinein alles gut gepasst. Mhm. Und die Jungs haben auch ein bisschen was vorbereitet für uns, haben sie gemeint, die haben da drin ein bisschen was Schönes vorbereitet. Also, ich bin mal gespannt, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, aber wahrscheinlich musst du eh gleich wieder einen Cut machen wegen der Belichtung, nee, oder? Geh ruhig rein, ich mach das schon. Schön. Schön ist hier. Tolle Deckenhöhe. Mega. Und es steht auch richtig gut was da. Das siehst du mal. Vor allem, Robert, komm mal her, schau mal. Da haben wir den Vergleich. Das allerneueste Modell, 992 Turbo S. Und dann schau mal hier, 3.3 Coupé. Geil. Vor allem Speck ist mal richtig sexy. Yes. Hier mit dem weißen Mega Innenraum. Geil. Da würdest du dich sehen. Ne? Schwerste Traumauto Nummer 1. Bei dir weiße Stiefel. Hä? Weiße Stiefel? Wie kommst du jetzt auf die Scheiße? Ja, keine Ahnung. Wird dir stehen. Du ziehst eh immer nur weiße Schuhe an. Ja, weiße Schuhe, okay, aber keine Stiefel. Ja, die Goldkette ist eh immer am Start bei dir. Das wird doch gut passen. Hinten haben wir Taycans am Start. Hier, schöner Cayman GT4. Blau ist einfach eine geile Farbe. Hier 992 GT3. Ich glaube, das ist dieses, wie nennt sich das? Ich glaube, Pythongrün oder irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Ja, also ist auf jeden Fall so ein schönes, giftiges Grün. Finde ich sehr, sehr geil. Vor allem auch was gut gemachtes, Bremse in Schwarz gehalten, das Ganze. Innen auch clean, schön mit dem schwarzen Innenraum alles. Da geht was. Cayman GT4 in Rot. Was meinst du, blau oder rot? Was würdest du eher nehmen? Ja, beim GT4 schon rot. Würde ich auch eher nehmen. Vor allem mit den Felgen sieht es halt schon sehr, sehr geil aus. Aber ich würde mal sagen, das ist mal definitiv hier das Highlight. Ja, was ist das denn? Alter Schwede, ist das ein geiles Teil. Was ist Schöner das denn? Schöner GT3 Cup R. Und das Ding, weiß ich nämlich noch, ich weiß nicht, ob man da jetzt einen Clip einblenden kann, das liegt in der Verantwortung vom Robert. Ja. Oh, Lucas, oh, and a touch for the Manside Porsche. This is going to go into the barriers hard. And it has done at the Tiergarten. John, that's the problem. Das Ding ist letztes Jahr aber mal sowas von abgeflogen auf der Nordschleife. Da sieht man immer wieder, wie gefährlich Motorsport ist. Und die Scherer-Gruppe ist auch ganz groß im Motorsport aktiv. Dementsprechend auch hier großer Sponsor, was das Ganze hier angeht. Das Team Mantai läuft das. Ich muss dir mal anschauen, hier dieser Innenraum. Robert, das wäre wieder einfach genau deins. Meins? Ja. Also wenn ich jetzt nicht gerade die Jacke in der Hand hätte, dann würde ich jetzt die Kamera nehmen. Ja. Und dann würde ich jetzt dich filmen, wenn du dich da reinsetzt. Ganz wahrscheinlich. Meinst du, du würdest da reinpassen? Spinnst du. Brutal. Also nicht mal, wenn ich wollen würde. Du musst dir mal vorstellen, das Ding ist einfach komplett verunfallt. Ja. Und jetzt schau dir das an, wie das Ding wieder da steht. Ja, wie neu. Steht da wie neu, oder? Ja, sieht aber auch gut aus. Ich hatte ja die Gelegenheit, dass ich einmal hier so ein GT3 R fahren durfte. Wohin? Auf der Rennstrecke, Robert. Ah. Oder wo dachtest du, wäre ich hingefahren? Weiß nicht, rote Nummer drauf und gib ihm. Ach so, würde theoretisch gehen. Schau das mal an. Mach mal einfach hier H&R, mach mal weg. Würde genau das Kennzeichen drauf passen. Ah nee, ich bin das Ding am Red Bull Ring damals gefahren. Geradeaus geht da nicht so viel. Ja, aber, klar, aber kurventechnisch geht da extrem viel. Und dieses Auto hat schon eine Ähnlichkeit mit dem Auto, wenn wir jetzt, ich glaube, wir müssen irgendwo da nach hinten, wurde mir gesagt. Ja, ja. Was wir nämlich gleich konfigurieren werden, weil nicht nur, dass der auch einen geilen Diffusor hat, viel, viel wichtiger, das Ding hat auch eine riesen Frittentheke drauf. Also es hat hier schon sehr Konkurrenz und es hat einen Vorteil gegenüber dem. Wir haben nämlich DRS, bedeutet aktiver Flügel, generiert, glaube ich, bis zu 850 Kilo Downforce. Ja, Robert, ja? Ich glaube, es ist soweit, oder? Ja, sollen wir mal hintergehen. Sollen wir mal hintergehen? Es wird ernst. Also, dann schauen wir hinter. Auf geht's. Schau mal, Robert, da haben wir schon die richtige Ecke für dich. Wieso für mich? Ja, hier. Du kannst ein bisschen rumspielen. Okay, da hast du auch den richtigen Stuhl, da hast Platz. Jetzt sieht aber auch mega gemütlich aus. Aber jetzt, Robert, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal zum Alexander rein.
Weil das sieht so aus, als hätte der nämlich schon ein bisschen was vorbereitet für dich. Für mich? Ja, für dich, natürlich. Für dich. Hast du ja schon bestens vorbereitet hier. Ja, vor allem kann ich ja heute was Schönes machen, hier ein GT3S zu konfigurieren. Das machen wir nicht alle Tage hier, ne? Ja, der Robert, der hat sich ja schon ein paar Gedanken gemacht, wie du dir das vorstellst, oder? Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Du hast dir gar keine Gedanken gemacht? Nee. Weil du dir einfach denkst, so, ne, konfigurier mal so, wie wir wollen. Ja, beziehungsweise du hast ja zu mir gesagt, ich darf mir das Auto jetzt mal konfigurieren. Ja, genau. Mach du das mal, ich schaue mir das an. Mal. Hast du denn überhaupt eine Favoritenfarbe? Nee, überhaupt gar nichts. Gar nichts? Hast du dir gar nichts vorgestellt? Nee, nee. Okay, bin dann. Da hast du ja wenigstens, bei Porsche ist ja mittlerweile der Konfigurator ja echt ordentlich gut, gut geworden. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich ja schon ein bisschen rumgespielt, ja, aber vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen mal da jetzt so durchführen. Können wir machen, also ich würde sagen, schwarz nehmen wir nicht, oder? Nee, schwarz nicht, vor allem, weil ich ja gesehen habe, mit dem Weißdach-Package ist das ja alles schön glänzend Carbon. Ja, und super Effekte haben wir dann. Ich meine, das sieht man allein schon, wenn wir jetzt mal nur mal auf Weiß klicken, ja, dann sehen wir schon mal, kommen die Akzente schon ganz anders raus hier. Ne? Ja, definitiv. Wenn man dann mal groß zieht hier, dann siehst du schon, was er alles hat. Und das ist jetzt noch kein weißer Paket, das ist ja wirklich noch der Standard. Ne? Und ich meine, also das ist auch, wo ich sage, für mich definitiv Weiß wieder, weil der alte 991 von uns ist ja auch in Weiß lackiert und dementsprechend finde ich 992 GT3 ist eigentlich auch wieder weiß. Ja, klar. Oder? Warum nicht? Also ich meine, der hat eine Folierung ja ist aktuell drauf, ja. Aber in Weiß, glaube ich, finde ich ihn schon am schönsten. Also ich meine, was wir ja mal machen können, wir können ja mal auf die Sonderfarben gehen. Ja. Das glaube ich ist mit Sicherheit mal auch interessant, was man da so alles... Also Sonder oder Farbe nach Wahl halt, ne? Ja. Da hast du ja eigentlich theoretisch... Kann man da wirklich zu Porsche hingehen und sagen, hier, ich möchte die Farbe haben? Oder hast du dann jetzt genau die Farben zur Auswahl? Oder? Also es gibt zwei Dinge. Es gibt halt hier, das ist die Farbe nach Wahl. Ja. Das sind vorgegebene Farben, wo du ganz normal einfach dann die alte, das sind eigentlich alte Porsche-Farben, die es da gibt. Ja? Die gab es schon auf allen Autos drauf. Die kann man genau im Konfigurator konfigurieren, werden auch dargestellt. Das ist schön gemacht jetzt. Und dann kannst du natürlich auch noch sagen, ich mache eine Individualfarbe. Ach so. Dann muss man aber wirklich Lackmuster quasi fertigstellen bei seinem Lackierer, muss die einreichen, die prüfen das auf die Haltbarkeit etc. Und dann kannst du schon das ganz, ganz individuell machen. Ist aber, dauert sehr, sehr lange, ist ein sehr langer Prozess. Ich wollte gerade sagen, dauert sehr lange und wahrscheinlich auch kostenspielig. Ja, das logisch, das ist ja eine Einzelanfertigung dann. Aber das hier ist schon super gemacht, muss man sagen. Das ist jetzt ganz neu und das sind so viele Farben, die es da gibt für die Autos. Also man sieht, man kann hier mal runterscrollen. Und das ist verrückt. Ganz, ganz tolle Sachen, fällt es also schon schwer, sich da was auszusuchen. Gibt dann auch, natürlich kann man sich das Ganze nochmal hier angucken in so einem Paint-to-Sample, wo man halt die ganzen Farbmuster nochmal hat. Da sieht man also schon mal, wenn man hier mal guckt, die ganze Palette. Also das ist nur mal verrückt. So aufgefächert. Das ist schon mal. Wobei ich halt ganz ehrlich sagen muss, also noch so geil diese Lackierungen von Porsche sind. Für mich ist halt einfach der GT3S, ich nutze das Auto so viel wieder auf der Rennstrecke. Ja. Und da ist halt einfach für mich... Wo ich sage, wo bist du bei Paint-to-Sample-Lackierung? Bist du ja wahrscheinlich bei... Ah ja, bei Farbe nach Wahl nochmal 14.042. Ja, eben. Ne? Also du bist ja bei 14.000 Euro nochmal Aufpreis. Und für mich, sage ich ganz ehrlich, für mich ist ja das Auto kein Piece of Art in dem Sinne, sondern für mich ist ja, wo ich sage, ich nutze das Auto richtig auf der Rennstrecke. Dementsprechend auch beim alten damals auch einfach eine weiße Lackierung genommen. Erstens, es dauert viel länger von der Zeit her. Absolut. Natürlich ist Geschmackssache, aber ich sage halt, so eine Paint-to-Sample-Lackierung macht halt viel mehr Sinn. Wenn du in die Garage stellst. Genau. Ja, oder richtig. Ins Wohnzimmer. Genau. Und da sehe ich halt einen GT3S nicht. Also auf einem Turbo S sehe ich es noch. Ja, klar. Da glaube ich, ist es richtig geil. Aber es gibt sogar jetzt mittlerweile Leute, die machen das bei einem ganz normalen Elfer. Die sagen, ich hatte früher einen alten Elfer, ein G-Modell, irgendwas in der Farbe, in, keine Ahnung, Miami oder sonst irgendwas. Ja. Und so will ich jetzt einfach nur mal meinen aktuellen Elfer haben. Das ist so ein bisschen so als Historie. Ja, auch das finde ich richtig geil. Aber ich finde halt, bei einem GT3S muss keine Paint-to-Sample-Lackierung sein. Ich meine, jeder kann das machen, wie er will. Aber für mich ist halt ganz ehrlich, einfach weiß, kostet keinen Aufpreis. Das Auto wird vielleicht früher oder später, schauen wir mal, ob wir da eine Folierung draufpacken. Robert, du überlegst ja bestimmt da wieder irgendwas, oder? Design habe ich da schon. Ja, hast du ja schon überlegt gehabt. Also das schon. Also Lackierung weißt du jetzt noch nicht, welche Farbe, aber Design hast du ja schon überlegt. Ja, das ist ja das Wichtigste. Eigentlich hast du es ja richtig gesagt, der gehört ja auf die Rennstrecke. Ja, eben. Deswegen. Und für mich ist halt einfach ist dann zu schade, wo man dann sagt, du zahlst so einen extremen Aufpreis. Ist klar, Steindachschutzfolie, aber es muss nicht sein. Deswegen, er bleibt weiß. Genau, und dann hast du eben schon erwähnt, weißer Paket, ne? Ja, definitiv. Da also das muss auf jeden Fall rein. Ja, das sieht er schon, dann sieht er, dann kann man dann auch gleich gucken. Dann gibt ja das, ist ja das Konfigurator ist mittlerweile gut gemacht, gibt natürlich immer Einschränkungen oder Dinge, die dann vorgeblendet sind. Also dann kannst du weißer Paket, also ihn entweder mit Grau oder mit Rot nehmen. Ja.
Ja, was ist so deine Präferenz? Rot lieber oder? Also man muss ja wieder dazu sagen, bei uns der alte 991 GT3 ist ja auch schwarz-rot. Wobei das nicht dieses Rot damals gewesen ist. Wie hat sich denn das genannt? Ja. Das ist so rot-orange gewesen. Das war wahrscheinlich ein Lava, war das hier. Lava, ja, genau. Orange, das ist ja indisch-rot jetzt. Genau, ja. Genau. Und aber natürlich, ich finde, Rot ist immer was zum Rennsport, das gehört irgendwie immer dazu. Ne? Und gerade wenn du weiß außen hast, und dann also würden wir schon mal. Schwarz-Rot so ist schon, ist schon am besten. Dann nehmen wir das nochmal, gucken, ob wir unten noch. Macht der unterschiedlich auch, macht der auch keinen Preisunterschied, oder? Nee. Ist das egal. Ja, das ist der gleiche hier. Danke. Und dann, klar, Feuerlöscher rein, brauchen wir auf der Rennstrecke, nehmen wir es mit. Ja, der ist bei McLaren eigentlich immer wichtiger. Okay, das heißt, wir haben auch jetzt gleich die anderen Felgen am Start. Jawohl, jetzt haben wir nämlich hier oben die Magnesiumfelgen. Ja. Ja, der Leichtbau, also nochmal, es wird ja wirklich, es ist halt so, Porsche ist ja wirklich auf der Rennstrecke zu Hause und die arbeiten ja mit jedem Gramm. Ja, das ist immer so. Und Oma, wo man Gewicht sparen kann, da tun die es auch. Und dann müssen wir die nur, ich denke mal, jetzt bei dem Auto müssen wir eine andere Farbe nehmen, oder? Das Felgen. Gold ist schon geil. Wir haben wir haben ja beim 991 GT3, haben wir die HRE-Felgen haben wir ja drauf. Und serienmäßig war er ja auch damals, wurde er mit schwarzen Felgen ausgeliefert und die HRE-Felgen haben goldene Felgen drauf. So, jetzt ist halt natürlich die Frage, behältst du die Felgen so? Ist es derselbe Preis oder kostet es dann auch, okay, ich sehe es hier schon, also, 547 genau, Euro. Das ist jetzt, sage ich mal, das kann man fast noch vernachlässigen jetzt hier vom Preis her, aber das ist die Frage, wird das Auto anders? Ich meine, das Golden ist natürlich schon, ist cool, ja. Kann man es mal von der Seite her machen, klar, wie das von der Seite her aussieht? Mal so an, wir gucken, warte mal, ich muss gucken, wo wir die Seite haben. Oh, oben ist ja, ach, guck mal, oben ist ja geil. Sieht auch Hammer geil aus, oder? Oh, das sieht man richtig schön, das Carbon-Dach. Ja. Das Ding ist schon echt Hammer. So, sowas von jetzt haben wir Mörder. Die Seite, ich mache mal groß, oder ist die Seite groß? Ja. Das ist natürlich dann schon, weißt du, schwarz, rot, weiß, schwarz und dann das Gold. Also ich habe es letztens auch erst wieder gesehen gehabt und da musst du sagen, als wir wieder die Serienfelgen drauf gemacht haben mit den schwarzen Felgen, es sah irgendwie böse aus. Sei es damals, wo er komplett weiß gewesen ist oder jetzt mit dem Design, weil aktuell steht er mit auf den Cup 2R Reifen und auf den HRE Felgen sind die Cup 2, da sind die goldenen Felgen. Da kannst du immer durchwechseln und ich finde, mit den schwarzen Felgen wirkt er einfach nochmal böser, aggressiver. Wir schauen uns mal an, oder? Schwarz. Und wer weiß, vielleicht kommt ja mit der Zeit, kommen ja noch irgendwelche Felgen. Weiß ich nicht, was du da wieder für Ideen hast, Robert. Exotische Ideen. Ja, aber schau mal, wenn man jetzt mal kurz die goldenen Felgen her macht. Ja, also einmal das, schwarz. Das sieht schon böse aus. Und einmal golden. Ja, yes. Also oder? Robert, was meinst du? Sieht böse aus mit den schwarzen Felgen, oder? Ja. Also machen wir nochmal immer von Gold zu böse. Das sieht, die goldenen Felgen sind mega geil, das sieht aber, es sieht deutlich böse aus. Ja, vor allem, es passt ja auch zum Schwarzen hier. Du hast überall schwarze Elemente. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, doch. Ja, doch, das ist in Ordnung, oder, Robert, dass wir schwarze Felgen nehmen? Alles genehmigt. Alles klar, danke. Weiß ich sehr zu schätzen. Super. Gut, so, Farbe haben wir gesagt, lass mal weiß, eben für die Rennstrecke. Ja. Ne? Ich meine, ich sehe schon, man hat natürlich hier rote Felgen und blaue Felgen. Da habe ich mich ja auch schon durchgespielt gehabt, aber das finde ich schon wieder, ich finde es schon wieder zu verspielt dann. Ja, vor allem, das ist immer, ich finde, das ist halt schon klassisch, das Ganze. Ne? Kommt, ich meine, klar, ich wenn du jetzt halt rote Felgen nimmst, dann musst du halt auf schwarze Bremszettel gehen. Aber dann hast du den Innenraum, hast du rot, dann wird schon wieder zu viel rot. Ja, ich finde, das passt so. Also das ist, ich bin so ein bisschen, also verspielt ist gut, aber ein bisschen klassisch darf schon immer so sein hier. Also, ja. Gut, okay, dann haben wir gesagt, innen nehmen wir die Lederumfänge mit Racetex in Indischrot. Ja, das passt super. Da haben wir nämlich hier da rot, da haben wir ein bisschen innen drin rot, aber nicht zu viel, wie du eben schon gesagt hast. Ne? Ja. Gut, klar, Vollschale bleibt drin. Ne? Ja, definitiv. Muss für die Rennstrecke, ist ein Muss. Wir gehen jetzt gerade mal so ein bisschen durch. Jetzt haben wir noch, gut, wir könnten noch Ziernähte, Stickung, abweichender Farbe machen. Das heißt, das macht aber hier keinen Sinn, weil wir eh innen rot gewählt haben jetzt. Ja, mehr rote dann Nähte, oder? Hat er auch GT3 RS, ist dann rot, die Stickung ist sowieso rot. Okay. Ja, und dann macht es also keinen Sinn. Das wird nur, wenn du jetzt sagen willst, ich will innen drin noch was Grünes haben und habe was Rotes, aber hier siehst du. Ach so, okay. Du hast ja überall die roten Nähte. Weißer Paket hat er sowieso das, ist hier rot und hat dann die roten Türschlaufen. Also würde ich jetzt auch nicht mehr viel mehr machen. Halt. Ja, sonst wird das auch ein bisschen. Nee, definitiv so lassen. Genau. Nee, wir gehen nur, denke ich mal, alles durch, dass wir halt. Vor allem, da wird mir schon wieder ganz schlecht, wenn ich den Preis sehe, nur für Nähte, Robert. Ja, Preis gehört dazu. Die Leute müssen auch von dem was leben. Ah ja, sofort die Hölle hier.
per Hand genäht alles hier. Das ist ja schon aufwendig. Ne? Ja, Robert, das kannst du doch auch machen, oder? Kann ich auch. Ich aus, kannst du nähen? Nähen schon, aber sieht also notfalls aus. Kannst du mir dann mal später mal grüne Nähte oder so machen. Ja, wir können es probieren. Ja, perfekt. Das ist doch gut. Ist auch günstiger mit dir, oder? Na, das weiß ich nicht. Oh. Gut, so Sitze haben wir gesagt. Das 3D-Druck-Bodyform ist natürlich... Ja, das habe ich schon gesehen gehabt, aber das Problem ist, dass das ja nur für einen Sitz ist. Nur für dich, ja. Und dann hast du zwei unterschiedliche Sitze. Ja, und ich sag mal, wenn der Robert dann drin sitzt, wird schon. Ja, der braucht, oder? Der braucht natürlich der Härtegrad. Was brauchst du da? Härtegrad hart, oder? Oder eher weich? Ob das Ding überhaupt packt, weiß was für einen Härtegrad willst du denn haben? Beide. Beide? Beide gleichzeitig. Ach so, okay, also weich und hart. Ja, ja. Okay, verstehe. Ja, also ich finde den Sitz geil. Vielleicht können wir es mal ganz kurz zeigen, wie der Sitz aussieht. Ja. Das Problem ist halt, also ich finde, sieht geil aus. Ja. Vor allem unten, ne? Der untere Teil. Hier. Ja, genau. Das ist hier auch ja, da mit dem das sieht mega aus, aber das Problem ist halt, es ist ja nur für einen Sitz. Und dann hast du einen unterschiedlichen Fahrer- und Beifahrersitz. Ja, und vor allen Dingen, auch nur du kannst mit dem Auto fahren. Wenn sich als Fahrer mal ein anderer reinsetzt, da passt der in den Sitz nicht 100% rein. Also ich sag mal so, da ist es halt dann wirklich das Thema, wenn du den GT3 S nur, aber wirklich nur für die Rennstrecke hernimmst. Und nur für dich. Dann ja. Und wenn nur einer damit fährt, aber... Ja, ich fahre ja auch damit. Ja, das ist halt das Schwierige, ne? Ja. Gut, dann gucken wir noch, was wir so ein bisschen Exterieur noch so haben. Also eigentlich, man kann jetzt noch ein bisschen mit Carbon natürlich spielen, aber... Ja, aber so Fensterdreiecke in Carbon, das brauche ich jetzt halt auch nicht. Die Spiegel haben wir eh schon dabei. Passen hier schwarz, die sind ja oben schon quasi mit einer anderen Farbe oben drauf mit Carbon. Ne? Das hat ja das Weißer-Paket sowieso drin. Definitiv. Von daher ist da viel drin. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier die LED. Ja, das ist schick, ne? Türprojektoren. Das sieht nämlich, das finde ich, das sieht sexy aus. Genau, Schriftzug bleibt logischerweise drauf. Ja, direkt sehen, was es ist. Was haben wir hier? Akzentpaket Schriftzüge. Ja. Es gibt mittlerweile so viel, da müssen wir selbst. Das Gute ist, dass wir die Infotaste haben, können wir immer schauen, was es überhaupt noch ist hier. Ja, aber dann kannst du es natürlich noch in anderer Farbe machen. Dann. Ah, okay, verstehe. Ja. Ja, aber da muss man dazu sagen, vor allem, das ist das dann lackiert oder ist das foliert? Das ist foliert. Okay, und dass du jetzt eine andere Farbe haben willst, zahlst du dann nochmal die 750. Zum Beispiel, dazu, ja. Herr Robert, also da würde ich sagen, das Auto wird ja eh danach foliert. Also er bekommt, das ist ja ganz klar, das Wichtigste als allererstes, bevor das Auto auf die Straße geht, Steinschutzfolie drauf. So, auf jeden Fall. Da rede ich dann mal mit Marian, ne? was der da so für einen Preis machen kann. Weil wir werden natürlich schon ein bisschen, ein paar Akzente wollen wir natürlich auf jeden Fall setzen. Weil wenn wir natürlich jetzt einen Innenraum rot haben, wollen wir natürlich auch draußen ein bisschen was in Rot. Ja, du kannst ja mit einer Folierung kannst du ja was super Individuelles machen. Ja, dann ist es definitiv. Eben dein Auto dann auch. Also, das haben wir mit dem alten auch gemacht und da haben wir auch so ganz, ganz dezent haben wir ja so das GT3S-Logo so ein bisschen in Rot umrandet. Also ich glaube, ich habe da schon ein paar Ideen mit apropos, dir, gell, Robert? Alter GT3S, du hast eine ganz coole Helmhülle, habe ich da gerade gesehen hier. Ja, vor allem, das ist witzig, dass ich von euch angesprochen worden bin, wo ich das her habe. Ja. Und eigentlich habe ich das damals von Porsche bekommen. Ja. Super, also ich bin mal gespannt, hier auch noch ein 2 gibt, ne? GT3S, ob es dann da auch sowas gibt. Wir schauen mal, da machen wir uns aber auf jeden Fall schlau vorher noch. Ansonsten müssen wir die 1 mit der 2 aus. Das ist nicht Ja. So, wir schauen mal. Antrieb, Fahrwerk, also Lift. Ja, ne? Ja, das müssen wir nehmen, weil das habe ich nämlich beim alten nicht genommen damals und dann ist das Auto angekommen bei uns in der Garage und er ist gar nicht in die Garage reingekommen, weil er zu tief gewesen ist. Also das muss auf jeden Fall rein. Also Lift, so. Da sparen wir diesmal nicht. Tank, größeren Tank? Ja, definitiv. Ja, damit es noch ein bisschen weiter kommt. Das ist auch ein Muss, damit wir auch 2 Runden Nordschleife schaffen. Ja. Keramik, ja, nein. Genau da habe ich mir Gedanken gemacht. Ja, das weil muss man auch, ja. Jetzt werden da nämlich viele von euch sagen, warum keine Keramikbremse, das ist doch ein Muss. Theoretisch ja, Leute. Und ich stimme euch auch bei jedem Auto zu, wo du sagst, du haust jetzt eine Keramikbremse rein. Vor allem beim E63 ist es so ein Thema, wo ich mir im Nachhinein denke, da hätte eine Keramikbremse reingehört. Aber da war auch das Thema, ich wollte so viel mit den roten Akzenten setzen. Aber man muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe beim 991 GT3 habe ich auch eine Stahlbremse drauf. So. Ja. Und die ist richtig, richtig gut. Und jetzt machst du dann ordentliche Belege rein und dann bremst das mindestens genauso gut wie eine Keramikbremse. Plus, kommt auch noch dazu, ich bin ja viel auf der Rennstrecke. So, wenn du natürlich Einmal das Auto ins Kiesbett setzen solltest, dann bist du halt mit einer Stahlbremse deutlich günstiger dran als mit der Keramikbremse.
Aber und da kommt natürlich. Warst du schon mal im Kiesbett? Nein, oder? Bitte? Warst du schon mal im Kiesbett? Nein. Nein, ne? Tatsächlich, ja, ne? Nein. Ich bin noch nie im Kiesbett gelandet. Zum Robert, du eigentlich? Nö. Oder war ich da nicht dabei, wo du meins Kiesbett gefahren bist? Bis jetzt noch keinen Unfall in meinem Leben. Ja, okay, das ist ja, das ist schon mal gut. Ne, und deswegen kommt natürlich auch noch dazu, durch das, dass die Stahlbremse rot ist, Keramikbremse, ja, können wir nur, glaube ich, in Gelb und Schwarz nehmen, richtig? Jawohl. Ja. Und deswegen sind es für mich so Faktoren, wo ich gesagt habe, nee, brauche ich keine Keramikbremse. Ist alles nachvollziehbar. Gut. Also ich glaube, die meisten Kunden wahrscheinlich, GT3S-Kunden, konfigurieren wahrscheinlich mit Keramikbremse, oder? Das kommt auch darauf an. Wir haben ja wirklich auch viele Kunden, die auf die Rennstrecke gehen. Da kommen genau die Argumente. Und man muss ja sagen, Porsche ist bei den Bremsen ja immer schon best in class. Das heißt, die haben die besten Bremsen. Das ist so. Und dann ist diese Bremse ist ja auch für das Auto konfiguriert. Ist ja genau nicht so, dass das Auto jetzt da untermotorisiert von der Bremse wäre, sondern die ist ja genau richtig so und für das Auto. Ich meine, was ich mittlerweile Kilometer mit dem 991 GT3S drauf habe und Rennstrecke. Ja. Und wie gesagt, Stahlbremse, einfach nur ordentliche Belege rein. Gute Belege drauf, genau, und das Rennflüssigkeit, und das bremst, das hält den ganzen Tag. Also das ist wirklich verrückt. Es fühlt sich nicht nach einer Stahlbremse an. Ja, und mal gut, das ist ja schon, da ist ja schon eine Scheibe drauf. Ja, ja. Das ist ja jetzt definitiv. Das ist ja schon ein Stück, ne? Sondern es ist halt dann schon ein ordentlicher Unterschied, wenn du für Belege 500 Euro zahlst oder, ne? Ja, super. Na schön. Dann gucken wir mal. Licht und Sicht. Also. GT2S sage ich ja, das ist ein Muss, Keramikbremse, weil da hast du wieder ganz andere Geschwindigkeiten drauf, ja. Also vor allem, weil da fährst du halt wirklich weit über 300. Ich meine, der ist ja 297, glaube ich, ist der. Genau, knapp unter 300. Ja, genau. Nee, das ist schon, ist absolut. Also da kann man gut mit leben. Das ist in Ordnung, das passt, Robert, dass keine Keramikbremse drin ist, oder? Ja, das ist nicht so toll. Hast du übrigens gerade meine Jacke runtergeschmissen, aber ist kein Problem, lass sie am Boden. Egal. Ist kein Problem. Ja, die ordentlichen Scheinwerfer brauchen wir auch, damit wir was sehen. Genau, die Matrix außen sieht ja auch nochmal vorne viel cooler aus mit den LEDs vorne. Ja, definitiv. Matrix, definitiv. Ja. Also auch hinten da die Heckleuchten. Auch nochmal ein bisschen böse sieht er dann aus. Jetzt gucken wir gerade nach hinten und machen wir da noch die. Dann machen wir ihn von der Seite, muss man mal gucken. So, und machen dann noch die Exclusive-Leuchte, dann kriegt er halt die. Ist flüssiger hier mit da schwarz, da das ist einfach, sieht es auch aus. Ne? Ja, definitiv. Gut. Dunkle Scheiben? Weil das lasse ich auch wieder. Das lasse ich auch wieder folieren. Beziehungsweise bei dem werde ich es wahrscheinlich gar nicht erst machen. Ja. Weil ich meine, das soll man ja schön sehen, den Heckflügel schön aus Carbon. Das Ganze braucht man eigentlich nicht verdunkeln. Regensensor finde ich eigentlich auch, obwohl es Rennstrecke finde ich ganz sinnvoll mal, wenn es leicht anfängt zu regnen, er steuert schon gleich ein. Oder du hast es immer voll an, wie du es gerne einstellen willst. Aber ich finde es nicht unsinnig. Brauche ich auch nicht. Brauchst du nicht. Gut. Scheibenwischer können wir noch betätigen, Robert, oder? Das ich passt. Nicht. Du nicht? Beide Hände am Steuer. Ja, klar, aber es funktioniert ja. Nee, den brauchen wir nicht rein. Super, nee, okay. Den brauchen wir nicht rein. Alles da gehen wir lieber fünfmal tanken dafür. Ja, ja. Genau. So, was nehmen wir? Brauchen wir hiervon irgendwas? Oder du? Ja, den Parkassistenten brauchen wir schon, weil der Robert, der hat es nicht so mit dem Parken. Ja? Sagt der Richtige. Ja, vor allem ist hier schon der Flügel ein bisschen in der Sicht, ne? Ja. Das stimmt, ja. Haben wir mal den Golf ein bisschen angeschoben rückwärts, oder? Hä? Weiß nicht, wer mich reingefahren ist. Weißt du nicht, oder? Nee, da war es ein bisschen früh, da hatte ich noch keinen Kaffee. Aber ich hatte schon Kaffee, also keine Sorge, heute mit dem Ausparken funktioniert es ohne Probleme. Super, prima. Das gehen wir schon hin. Verkehrszeichen, wenn du mal nicht auf der Rennstrecke unterwegs bist und weißt, wie schnell der darf. Nee, das sehe ich alles ganz genau. Wenn 120 ist, fahre ich auch die 120. Das ist perfekt. Genau so habe ich das auch eingeschätzt bei dir. Garagentüröffner, die macht ja einer automatisch ja selbst auf. Brauchst du keinen, ne? Nee, Hammer. Da ist der Robert da, der macht das Tor auf. Aber Vorrüstung für die Dashcam? Nee, brauche ich auch nicht. Machst du selbst? Mache ich alles selbst. Macht der Robert? Ja, genau. Perfekt. Der hält die Kamera ja immer, weißt? Super. Gut. Interieur. Ja, jetzt gibt es natürlich noch ganz viele Sachen hier. Also Wahnsinn, was du mittlerweile ausstatten kannst beim GT3 RS? Ja und nein. Also zum Beispiel das Thema Sitzheizung kriegst du natürlich nicht, weil du hast ja, gut, das macht Voll, ja Sinn. Die Vollschale. Ja, also da gibt es halt eben keinen warmen Hintern, sondern das als Lichtdesign-Paket kannst du natürlich machen. Aber das ging eigentlich tatsächlich erst los 991.2, wo du so viel mehr ausstatten konntest. Weil ich weiß, 991.1, du konntest gar keine Rückfahrkamera, gar keine Parkassistenten oder sonst irgendwas, Sensoren, konntest du gar nicht ausstatten. Das war, glaube ich, Grund ist dafür, dass Porsche auch irgendwann das Auto kam, war ja am Anfang wirklich nur gedacht für die Rennstrecke. Und dann kamen ja ganz viele
Kunden von uns dazu gesagt haben, Mensch, ich will auch sowas haben, das will ich mir mal hinstellen, will mal damit auf die Rennstrecke fahren, aber ich benutze das Ding auch tatsächlich im Alltagsbetrieb. Ja. Ja, und dann kam halt so Dinge wie, klar, dann will ich auch eine Rückfahrkamera und solche Sachen haben. Aber ich fand das eigentlich geil, dass du das so gut wie nichts ausstatten konntest. Vor allem, ich denke mir halt, jetzt entfällt beim neuen GT3 S der Kofferraum, ja, aber dafür kannst du halt trotzdem Sensoren, hier Lichtdesign-Paket und alles Mögliche trotzdem ausstatten. Ja. Hm. Wer es möchte, aber das ist ja, weil man geht halt auf die Kunden ein, wer möchte, kann es haben. Ja klar, und du hast die... Wer es nicht möchte, du entscheidest ja selbst. Du bist ja, klar, der, du musst ja auch bezahlen. Definitiv, ja, ja, definitiv. Aber wenn wir es schon jetzt da haben, dann Lichtdesign-Paket ist, glaube ich, innen drin so Ambientbeleuchtung, oder? Ja, das ist schon ganz, ganz cool gemacht. Ne? Dann kannst du halt hier schöne Farben wählen noch hier. Wie viele? Ah ja, hier sieben Farben. Kriegst du, kannst auch rot nehmen dann. Robert, ne? Brauchen wir das? Rot, ja, ist da. Ja, welche Farbe willst du am liebsten einstellen? Ich würde es einfach ausmachen, aber da, Hauptsache, wir haben es. Ah, okay, okay, ja, dann machen wir das rein. Alles klar, gute Aussage. So, das machen wir natürlich nicht. Der Lenkrad wollen wir nicht in Glattleder haben, der soll schon griffig bleiben. Ne? Ja, ja, definitiv. Ja, ne? Alcantara-Lenkrad ist das Beste. So, das kriegen wir nicht mit dem Dings. Funktioniert, Raucherpaket braucht er nicht. So, Sicherheitsgurte haben wir ja mit dem Paket. Die sind jetzt aktuell schwarz, oder? Nein, die werden mit dem weißen Paket sowieso rot, wenn ich jetzt. Ja, ich glaube fast nicht. Ich glaube, dass die. Ich meine, mal, dass die schwarz. Wir schauen, wir können es aber. Der Schöne ist ja immer im Konfigurator, wir können es ja einfach mal klicken. Warte mal, wir klicken mal an und sagen, was er uns dann sagt. Er nimmt's. Also, hast du natürlich recht gehabt. Ja, also genau. Haben wir jetzt auch rote Gurte drin. Kann man jetzt mal kurz das letzte Bild hermachen, dann sieht man nochmal. Genau. Ja, jetzt sind sie rot, ja. Sehen wir hier. Ja, schon, ja, rot, ja, oder? Ja, klar. Muss ja passen. Ich finde, es ist nicht, ja, zu viel. Nee, hast ja auch, die Schlaufen sind ja auch rot hier. Ja, eben. Ne? Ja, definitiv. Was? Was, gelb? Nein, eben nicht. Achso, jetzt dachte ich schon, du willst sie gelb haben. Ja, definitiv. Gut. Gut, klar, dann haben wir Ziffernblatt. Drehzahlmesser rot ist natürlich auch noch ein bisschen. Aber da finde ich, da wird es dann schon wieder. So viel, man kann es gerne rot, mal hermachen. Das, wir gucken mal das Cockpit, ja, glaub, das Cockpit an. Wenn man jetzt dann hat, haben wir erstmal so, ist er, das ist. Ja. So, ja. Jetzt hat er ja noch. Ist ganz normal. Ja. Gibt es eigentlich einen Grund, warum 12 Uhr Markierung in gelb ist? Ich weiß, das war nämlich bei 991 auch schon so, dass es nur gelb gab und erst beim Facelift, glaube ich, konntest du... Gemeine Frage, müsste ich eigentlich einen Telefonjoker jetzt nehmen? Also ich kann es nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ja. Kommt, ich finde, da wird halt rot besser jetzt passen. Kommt vielleicht klassisch aus dem Rennsport, ja, das können wir mal gucken, dass wir da noch ein bisschen was machen. Ich habe eben, weil man den Lenkrad kannst, das, da kriegen wir, nee, da ist da, mal gucken, wo man den nee, irgendwo... Nee, also ich habe das auch im Konfigurator mir angeschaut, aber... Ja, wir müssen mal gucken. Also wir gucken gerade mal noch den Drehzahlmesser in Indisch Rot an, ja, wie das dann, was dann passiert. Moment. Aber ich weiß nicht. Gelb bleibt dabei, ne? Gelb, du. Ja, das, dann hast du aber so ein Gelb-Rot. Ja. Muss nicht sein. Nee. Ich finde, das ist dann schon... Das ist ein Schwarz, ne? Ja, ich finde, das ist dann zu viel, Schwarz, weil da musst du Gelb nämlich sind, auch, ja, das, musst du auch Chrono, musst ja, auch die Stopp um, müsstest auch du auch in Rot nehmen, ja, und dann... Ja. Glaube ich, wird das, so finde ich es halt schön clean gehalten. Ja, okay, na klar. Lassen wir es raus. Perfekt, ja. Jetzt haben wir uns schon wieder fast 700 Euro gespart, Robert. Ey, das ist jetzt so ein Sparfuchs. Aber 6 Punkte vom Beifahrer sind doch eigentlich wichtig, oder? Die, glaube ich, die sind schon dabei. Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, also. Ja. Da siehst du, keine Sorge, also du bist festgegurtet, brauchst dir keine Sorgen. Die passen eh nicht, ich muss wieder ohne Gurt fahren. Gut, Leder, ich glaube, da ja, Leder brauchen wir jetzt nichts mehr. Da ist das Ding nicht unbedingt. Ja, würde ich auch nicht sagen, ist jetzt nichts, was mir auffallen wird. Hier, da wird es jetzt wieder beim Race Text kann man noch ein bisschen gucken, ne, ob wir noch was machen. Sonnenblende, ja. Sonnenblende in Alcantara. Ja. Haben wir die, gab es die beim 991 gar nicht mit dabei? Also die ist jetzt sozusagen... Die gibt es jetzt Alcantara beledert, genau. Ja. Ah, und wie ist sie, wie ist es serienmäßig? Serienmäßig ist dann, wie soll ich sagen, ein Kunststoff. Kunststoff, ja, ja, okay, dann... Das muss rein. Ja. Das muss ja da zusammenpassen, ja, weil der genau. Dachhimmel ist ja auch komplett aus Alcantara. Absolut, genau. Ja. Ansonsten würde ich gut Austritt, ich meine, das würde ich nicht nehmen in dem Sinn, dass... Denke, ja, warte, können wir das mal hermachen? Wir Bild 4, glaube ich, war ja, das nochmal. Ja, das hast du hier. Ne? Dann hast du hier, du hast ja hier Alcantara an der Seite, ne? Ja. Vom Dachhimmel, und hast das dann hier auch. Ne? Ja, doch, das müssen wir schon, weil ja. dann hast du ja auch sonst wieder Kunststoff, dann oder? Hast du, ja, das ist ein Lederart ist dann. Aber du hast natürlich, klar, du hast hier das gleiche Material. Das sieht schon. Ja, doch. Schon ich finde, da, also aus, da ne? ist dann ja. wieder, wo ich sage, nee, das ja, muss zusammenpassen. Das muss zusammen, ja, gut. Ja, das machen wir besser rein. Nehmen wir es gerne dazu, jawohl. Schauen wir mal.
dann kannst du noch hier quasi Ablagefach nach Forschung drauf machen hier, aber das... ja, hier. Machen wir auch, oder? Schick, ja. Das, jetzt müssen wir ja mal ein bisschen was ankreuzen, oder? Sehe ich auch. Und lieber Porsche-Schriftzug oder das Wappen? Porsche-Schriftzug, oder? Das ist cooler, ne? Ja. Ja, oder? Doch. Ja? Ja. Ja, komm, ja doch. Also Wappen ja. Sieht ja im Prinzip... Das stellt ja schon mal nicht so schön da. Aber Schriftzug haben wir ja gesehen. Mach mal den Schriftzug. Ne? Ja. Finde ich schöner. Sagen wir mal, was bei Carbon noch gibt. Wir haben doch schon so viel Carbon. Ja, da wird, denke ich mal, nicht mehr so viel. Also gut, die Einstiegsblenden kann man noch beleuchtet machen. Türeinstiegsblenden. Und personalisiert. Kann natürlich jetzt noch Gear Collector rein, ne? Da muss Robert rein dann. Ja, aber siehst du, bei den anderen Herstellern, die machen es automatisch. Ohne dass ich es konfigurieren muss. Verstehst du, wie ich meine? Bei Porsche hast du keine Bonuspunkte. Da gibt es keine Bonuspunkte, ne? Nee, deswegen machen wir nur hier das Erste. Mach das reicht. Ne? Jawohl, genau. Okay. So, ich glaube, Alu, da wird nicht viel passen. Da haben wir, ist ja innen drin Fußstütze Aluminium noch eventuell. Kann man die mal zeigen, wie die dann ausschauen? Ja, die hat dann da. Ja, oder? Das ist schick, ne? Sieht ich meine, ist ja wichtig. Wird schon sportlich aus, ne? Also ich glaube schon, dass das eine Sekunde ausmacht auf der Rennstrecke, sage ich mindestens. Dir. Wegen am Bremspunkt. Definitiv. Verstehst du? Ja, mach mal rein. Mach mal rein. Okay. Einfach vom Gefühl her. Richtig. Perfekt, schön. Super. So, dann. Brauchen wir hier irgendwas? Soundanlage, Robert. Brauchst du eine große Soundanlage? Ja, ich eigentlich schon. Echt? Ja, ich fahre den als Daily. Ach so. Also, aber fährst du auf der Rennstrecke damit? Ja, auch. Auch, aber sonst nur als Daily? Beides. Ja, okay, dann machen wir die große Soundanlage rein. Okay. Oder macht schon Sinn? Ja, das ist schon, gibt schon Wumms, also muss man schon sagen. Das ist ja, ich meine, Bose ist natürlich jetzt, die ist ja aufs Auto noch abgestimmt. Ich meine, klar, wir nutzen das Auto nur für die Rennstrecke. Ja, aber Robert fährt doch auch privat mit. Ja, gut, gesagt, wenn er damit privat fährt. Ja. Das soll man nicht sparen. Wir brauchen eine gute Mucke und guten Sound hier. Dafür haben wir keine Keramikbremse bisher und keine Paint-to-Sample-Lackierung. Haben wir Kohle ohne Ende gespart. Ja, also. Gut, dann sieht doch. Sind wir eigentlich und sollen wir mal die Zusammenfassung anschauen, ob wir wissen, was und wir haben nicht haben. Und wir haben nicht die 285 geknackt. Das ist ja schon fast geschenkt. Ah, da kann ich aber noch für sorgen. Also wenn das euer Ziel ist, vor allem wenn du 285 jetzt, kriegen wir noch rein. Aber theoretisch, wenn du jetzt echt schaust, du machst die Keramikbremse rein und eine Paint-to-Sample-Lackierung, dann kommst du, dann bist du direkt sofort über 300. Sind 14, sind 22 dazu, ja, dann bist du gut drüber. Das ist verrückt. Und da musst du natürlich auch damit rechnen, ne, wenn du damit auf die Rennstrecke gehst, wenn du mal irgendwann die Keramikbremse, wenn du da mal was machen musst dran, oder lass Paint-to-Sample-Lackierung, Steinschlag oder sonstiges passieren. Ja. Und die Frage ist halt dann auch, ja, nee, das passt schon so, oder? Ja, ja, für mich passt das. Also ich würde ihn auch so nehmen, ehrlich gesagt. Ja, ich finde, das sieht mega aus. Das ist doch cool. Hat schon sehr, sehr Ähnlichkeit jetzt mit unserem groß. Alten 991 GT3S. Wir klicken ihn mal in groß durch, ne? Also vorne schöne Frontansicht, guck mal hier. Hinten Flügel, das ist gut mit dem. Er hat eigentlich so gut wie alles drinnen, was ausstattungsmäßig angeht. Das ist eigentlich immer mein Lieblingsbild davon. Ja, ist mega. Sieht doch Hammer aus, oder? Ist mega. Aber Robert, wir werden ein Problem haben wegen dem Kofferraum. Da bin ich gespannt, wie du dein ganzes Kameraequipment reinbekommst. Ja, das stimmt. Ja, wenn Dachbox. Ja. Ist doch drauf hier die Dachbox. Guck mal. Das ist echt ein mega Auto. Ne? Also ich bin so gespannt, wie sich das fahren lassen wird. Dauert ja vielleicht gar nicht mehr lange, ne? Ja, ich weiß gar nicht, Robert, kann man das schon verraten? Bisher haben wir ja noch keinen offiziellen Liefertermin, aber wir wissen ja noch nicht, wann der Robert da Lust drauf hat, dass das Video online geht. Aber vielleicht, sobald das Video online geht, ist es dann vielleicht gar nicht mehr so lange hin. Ja, meinst du? Ja, vielleicht sind es dann nur noch ein paar Wochen, aber... Okay, weißt du da mehr als ich, oder? Das hast ja du zu entscheiden, weil ich kann das ja wieder nicht beurteilen, wann du mal Lust hast, Video zu schneiden. Immer, jeden Tag. Deswegen. Aber also so viele Leute kann man verraten, wenn das Video online geht, sind es nur noch ein paar Wochen. Also ich hoffe mal. Wir geben alles, ja. Ich denke mal, auf jeden Fall. Ja, also, perfekt. Also Weihnachten ist ja auch nicht mehr so weit hin. Ne? Also von daher sind wir in einer schönen Phase für sowas Tolles. Ja, Robert, hier, ne? Das wäre ein nettes Weihnachtsgeschenk für mich. Ja. Für dich? Ja. Was kriegst du? Ja, du schenkst mir den, ja. Ja, aber was kriegst du nicht? Ja, ich überlege mir schon irgendwas Passendes. Ich bin mal gespannt. Ja, das siehst du dann schon.
Nee, mega. Also wirklich. Super, ja. Ich bin da echt so gespannt auf das Auto. Und ich denke auch von der Ausstattung her sollte es eigentlich gut passen. Weil, wie gesagt, nochmal, Leute, für mich macht halt einfach eine Keramikbremse für das Auto. Klar, natürlich, definitiv macht es Sinn. Und es bremst dich natürlich schon einen Ticken besser, aber nicht, sobald du ordentliche Belege drinnen hast. Also wir haben den Vergleich gemacht, 911 GT3 RS, wir sind eine mit Keramikbremse gefahren und dann mit dem Setup, so wie ich das Ganze habe, Rennflüssigkeit, ordentliche Belege und das ist genau gleich. Es ist wirklich nur dann, wenn du jetzt sagst, du fährst 8 bis 10 Runden wirklich am Stück, dann merkst du natürlich schon von der Temperatur her, dann lässt die Stahlbremse einen Ticken nach, da ist die Keramikbremse einen Ticken besser und genauso auch eine Paint-to-Sample-Lackierung macht für mich bei so einem Auto keinen Sinn, wo ich sage, ich bewege das Auto so oft auf der Rennstrecke, das Auto wird gefahren, das Auto steht nicht in der Garage, das wisst ihr ja bei uns, jedes Auto wird ordentlich bewegt, so wie es ja eigentlich auch Porsche sehen will bei so einem Auto. Wir wollen das und deswegen, du hast das Weißer-Paket drin, das ist ja eigentlich das, was du genau, das ist. Genau, das ist halt das, ist das Wichtigste muss, ja? Und dann ja. Halt noch ein paar Sachen, die du noch mit dazu ausstatten musst. Und da fange ich erst gar nicht an, dass du sagst, ballerst da jetzt für 15.000 Euro eine spezielle Lackierung rein, weil letzten Endes, glaube ich, wenn man das Auto irgendwann in ein, zwei Jahren, schauen wir mal, vielleicht irgendwie bekommt er wieder ein spezielles Design, Felgen und ja, Robert, ja. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Jo, wird Zeit. Besten Dank dir, Alexander. Servus, danke, hat Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich drauf und ja, Leute, vielleicht sind wir ja bald wieder hier zurück. Vielleicht. Robert, da musst du vielleicht nochmal hier mit denen ein bisschen reden, dass das ein bisschen, ne? Ein bisschen zügiger geht. Ja. Ja, ist oder? Schön. Alles klar. Also Leute, peace out.